Es gab ja schon in diesen Räumlichkeiten verschiedene Veranstaltungen zum Thema Ukraine. Es waren Kolleginnen da, die auf dem Maidan waren und eine linke Zeitschrift zum Maidan gestaltet haben und redaktiert haben. Es waren verschiedene andere Stimmen hier zu hören. Was wir heute Abend vorhaben, ist explizit nicht eine weitere Betrachtung dessen, was jetzt genau in der Ukraine selbst vor sich geht, sondern eine Betrachtung dessen, was es für Perspektiven international gibt auf die Krise in der Ukraine, was sie für internationale Beziehungen in einem größeren Rahmen bedeutet und was dieses Gemengelage für die Entwicklung internationaler Beziehungen und Verschiebungen in Machtverhältnissen auf der Welt im Ganzen bedeuten könnte. Ich beginne mit der Vorstellung am anderen Ende der Sitzkolonne. Lutz Pohle, er leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Peking. Boris Kanzleiter, er leitet das Büro Südosteuropa in Belgrad. Klaus Sühl, der das EU-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel leitet. Joanna Gwiazdecka, Büro in Polen für Ostmitteleuropa. Erhard Krome, er ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik hier in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Kollege Wladimir Fomienko aus dem Büro in Moskau. Ich selber heiße Tina Fani. Also ich persönlich verstehe überhaupt nicht, was in der Ukraine passiert. Leider gibt es hier also keine Kolleginnen und Kollegen, keine Expertinnen und Experten aus Kiew, Donetsk, Charkow oder einer anderen ukrainischen Stadt, was natürlich nur zu bedauern ist. Und Tina hat ganz recht, also wir versuchen hier Perspektiven von außen zu geben, zu verallgemeinern, wiederzugeben. Und die Perspektive aus Russland ist allein auch aus der Geografie verständlich. Ich rufe in Erinnerung nur ein paar Zahlen. Die Entfernung zwischen Donetsk und Rostow beträgt 167 Kilometer. Die Entfernung von Charkow bis Belgorod 72 Kilometer. Und so weiter und so fort. Jetzt können Sie vergleichen, so Kiew-Moskau 755 Kilometer auf der Luftlinie, Kiew-Warschau 689, Kiew-Brüssel fast 2000 Kilometer oder Odessa-Simferopol 300 Kilometer. Also Sie können vergleichen, also das, was in der Ukraine passiert, passiert praktisch in Russland selbst. Das sind natürlich unabhängige Staaten, aber trotzdem auf vielfältige Weise hängen wir zusammen. Und das, was vor unserer Tür geschieht, also wenn Menschen sterben, wenn über Nacht Regeln und Mechanismen, die Jahrzehnte Geltung hatten, plötzlich nicht mehr existieren, dann hat es natürlich eine enorme Auswirkung auf jede russische Familie, die einen Fernseher hat, auf jede russische Familie, die so oder so mit der Ukraine auf verwandtschaftlicher oder auch freundlicher Weise verbunden ist. Das Land ist tief erschüttert. Also diesen Eindruck möchte ich Ihnen vermitteln. Also das erlebe ich in vielfältiger Weise. Das Land, also die Gesellschaft, die Menschen, die in ihren Stuben Fernsehen gucken oder mit ihren Verwandten und Freunden in der Ukraine telefonieren oder sie zu Gast empfangen, sind zutiefst erschüttert, sie sind neurotisiert. Sie verstehen nicht, also wieso so etwas möglich war, wieso so etwas zum Beispiel am 2. Mai in Odessa möglich war, dass im Gewerkschaftshaus Menschen verbrannt sind. Die Gesellschaft ist zutiefst irritiert. Es fehlen, also natürlich gibt es amtliche Kommentare, natürlich gibt es gute Argumente, natürlich gibt es Hintergründe die, und auch konspirologische Theorien, die per Fernseher, per offizielle Propaganda verbreitet werden. Aber trotzdem, die meisten verstehen nicht, was dort vor sich geht.
Putin hat Didier Burkhalter gesprochen vor wenigen Tagen in seiner Eigenschaft Vorsitzender der OSZE. Und da ist plötzlich eine Hoffnung aufgekommen. Es gibt erstmals seit vielen, vielen Wochen eine Annäherung. Es gibt eine gemeinsame Sprache zwischen, also die möglicherweise einen Ausweg aus der Krise bedeuten kann. Es gab und es gibt Anstrengungen von vielen Seiten, die Ergebnisse dieser Annäherung auszunutzen, zu instrumentalisieren. Aber aus Kiew hören wir, das ist alles ohne die Ukraine zustande gekommen. Da hat der Westen, da hat der OSZE mit Moskau das ausgehandelt. Das ist falsch. Und in diesem Fall teile ich also die Befürchtung und den Unmut der Ukraine, dass auch hier die Rechnung ohne sie gemacht worden ist. Wir müssen aus dieser Sackgasse irgendwie rauskommen. Also die Sackgasse ist da und das ist kein Phantom, das ist da auch kein Gespenst. Ich höre jetzt erstmal auf und kündige dann an, im Verlauf des weiteren Gesprächs, wie gesagt, nicht zu versuchen, die Ereignisse in der Ukraine zu kommentieren oder zu ergründen. Vielmehr versuche ich dann später beispielsweise die Meinung und das Meinungsbild, die Kommentare der russischen Linken zu vermitteln, was möglicherweise in dieser unseren Versammlung vielleicht interessant sein wird. Die erste, würde ich sagen, Schritte, die ich gemacht habe, war zuerst ganz gründlich die Medien, vor allem die Zeitungen durchzublättern. Und dann haben wir bei uns im Büro ein Dossier zusammengestellt aus polnischer Zeitung, aber nicht nur. Tschechische Sprache und slowakische Sprache ist mir auch verständlich, deswegen konnte ich in diese beiden Sprachen dann ein bisschen verfolgen, wie die Lage in der Ukraine berichtet wurde. Also ich würde damit anfangen, dass selbst die politische Lage in fast allen diesen Staaten sehr polarisiert wurde. Das hängt von historischen Zusammenhängen, aber ich würde sagen, dass es gibt keinen einheitlichen politischen Lager, der weder auch in Regierung oder von einer anderen Seite, die eine einheitliche Stellung zu den Ereignissen in der Ukraine geäußert hat. Die Stimmen sind sehr geteilt. Es gibt keine einheitliche Stellungnahme. Auf jeden Fall, das, was man jetzt aus verschiedenen Ecken auch mitbekommt, ist in der ersten Linie, dass die Lage in der Ukraine ist jetzt außer Kontrolle geraten, gewissermaßen. Es gibt keinen, würde ich sagen, so bösen Putin oder wer sollte das auch immer sein, der sagt, jetzt wird sowas geschehen oder sowas geschehen und das alles ist nach einem gewissen Plan vorbereitet und leuchtet durch. Und das ist diese Befürchtung, die in der Gesellschaft verschiedener Staaten herrscht, dass irgendwie diese Lage kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln und kann auch verschiedene für uns manchmal auch unberechenbare Folgen haben. Nicht nur selbst in den mittelosteuropäischen Ländern, aber überall in der Europäischen Union. Das ist so eine, würde ich sagen, ganz allgemeine These. Tina, du hast gefragt nach diesen Medien, selbstverständlich. Also das war so eine, würde ich sagen, symbolische, ich habe hier so einen kurzen Bericht darüber, symbolische Abschaltung von einem Sender in Lettland. Aber man muss das auch irgendwie wahrnehmen, dass so eine Entscheidung von der Regierung ist ein bisschen lächerlich in der Zeiten, wenn alle irgendwie online leben. Ja. Auch das bisschen sanfter darzustellen, hat man angefangen in Lettland zu überlegen, okay, wir haben sowas gemacht, aber jetzt überlegen wir, ob wir vielleicht selbst bei uns nicht so russisch sprechende Sender anschaffen, damit die Bevölkerung, weil das russische Minderheit, das ist dann eine ziemlich große Gruppe, damit sie selbst so einen lettischen Sender in russischer Sprache hat. Also
Ich würde sagen, es gibt verschiedene solche Ereignisse, aber das alles hängt damit ab, dass in diesen Ländern, auch wenn man denkt von Baltikum, aber auch Visegrad-Gruppe, gibt einen sehr differenziertes historisch-politisches Gedächtnis. Ja, die Geschichte ist auf verschiedene Art und Weise rezipiert und auch interpretiert. Das muss man auch berücksichtigen. Und deswegen auch diese politische Polarisierung auf der politischen Szene andererseits und auch diese, würde ich sagen, sehr differenzierte Wahrnehmung, was in der Ukraine geschieht. Ich will jetzt auch nicht alles erzählen. Ich habe noch viele verschiedene andere Anmerkungen, aber vielleicht dann sage ich das später. Unser Büro, das Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ist in Belgrad positioniert. Aber wir haben natürlich Projekte in der ganzen Region und also im ehemaligen Jugoslawien, in Rumänien, Bulgarien, Albanien. Der Konflikt in der Ukraine und speziell die Frage der Sezession oder Annexion des Beitritts der Krim zu Russland führt sozusagen in den unterschiedlichen Ländern zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Es hat natürlich zu tun mit der Geschichte des Zerfalls Jugoslawiens. In Serbien stößt natürlich die Empörung der führenden Politiker in der Europäischen Union, der NATO, die Empörung über diese einseitige Unabhängigkeitserklärung der Krim auf großes Unverständnis. Denn der Präzedenzfall für eine unilaterale Unabhängigkeitserklärung war ja jetzt nicht die Krim, so wie es sozusagen im Mainstream im Westen jetzt behauptet wird. Der Präzedenzfall für eine unilaterale Unabhängigkeitserklärung ist der Kosovo und wurde vorangetrieben sozusagen eben direkt von den Akteuren, die heute sozusagen genau das Gegenteil behaupten. Also der Völkerrechtsbruch, und das haben wir ja als Stiftung, aber auch die uns nahestehende Partei damals klar benannt, der Völkerrechtsbruch und der Präzedenzfall ist geschaffen worden 2008 mit der unilateralen Unabhängigkeitserklärung und der Anerkennung dieser Unabhängigkeitserklärung durch die Mehrheit der europäischen Staaten oder der Staaten der Europäischen Union, der USA und so weiter. Jetzt haben sich in merkwürdiger Weise die Vorzeichen verkehrt und gerade Serbien ist in einer sehr schwierigen Situation, denn im Grunde ist natürlich in Serbien immer eine positive Bezugnahme auf Russland vorhanden gewesen, auch konkret im Fall der Sezession des Kosovos, denn Russland war damals ja dagegen. Und jetzt steht die serbische Regierung etwas einsam da, denn Russland macht im Grunde jetzt einen Schachzug, ja, der vorher verurteilt wurde. Also es gibt so eine Paradoxie, eine janusköpfige Paradoxie im Verhalten des Westens und Russlands. Und das wird in Serbien eben wahrgenommen, verstörend ist diese Situation und problematisch. Deine Frage zielt jetzt aber nicht nur auf den Kosovo, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen. Instabile Staatlichkeit und ungeklärter Status ist natürlich ein Problem, das auch in anderen Ländern der Region anzutreffen ist, hauptsächlich in Bosnien-Herzegowina. Wenn sich nun im Völkerrecht sozusagen durchsetzt, durch die Praxis, dass unilaterale Unabhängigkeitserklärungen im Grunde akzeptiert werden, sowohl im Westen als auch von Russland, stellt sich die Frage, wie eigentlich die Zukunft Bosnien-Herzegowinas aussehen könnte. Denn dieses Land ist geteilt in zwei Gebietsentitäten, die sich sozusagen nur mit dem Rücken begegnen, die Republika Srpska und die Föderation auf der anderen Seite. Und obwohl es momentan keine konkrete politischen Prozess gibt, der darauf hindeutet, dass in unmittelbarer zeitlicher Nähe eine Sezession erfolgen könnte, ist durch den jetzt systematisierten Bruch des Völkerrechts so eine Möglichkeit wahrscheinlicher geworden. Und das ist ein Problem, das potenziell Instabilität erzeugen wird und das ernste Folgen haben kann.
Und Bosnien-Herzegowina ist nicht der einzige Staat mit einer instabilen Staatlichkeit. Wir haben ja auch in Mazedonien nach wie vor ein Problem, dass es im Grunde ein Staat ist mit zwei Bevölkerungsgruppen, nämlich der albanischen Minderheit, etwa 30%, und der mazedonischen Mehrheit, in dem es starke zentrifugale Kräfte gibt und wo es starke politische Kräfte auch gibt, die sozusagen neue Grenzen ziehen wollen. Insofern ist der Konflikt, der sich jetzt auf der Krim gezeigt hat, aber auch potenziell sozusagen die Frage des Status dieser neuen Volksrepublik im Osten der Ukraine und der möglichen Anerkennung oder Nichtanerkennung, das hat weitgehende Folgen für andere Länder auf dem Balkan. Aber ich möchte weitergehen, natürlich nicht nur auf dem Balkan. Wir haben ja Konflikte auch in anderen europäischen Ländern, im spanischen Staat, ja, die Frage der Unabhängigkeit Kataloniens, das Unabhängigkeitsreferendum in Schottland im September, also im Fall von Katalonien oder Katalanien, ist ein Referendum angekündigt im November, ja, das nicht anerkannt wird sozusagen von Madrid. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wir fokussieren jetzt auf die Ukraine, aber das ist potenziell ein europäisches Problem, das nicht nur auf den Osten oder Südosten Europas beschränkt sein wird. Ja, es ist, wie Sie sich denken können, ein zutiefst widersprüchliches Problem, was sich da für die Europäische Union auftut. Ich will mal mit zwei Impressionen anfangen. Einerseits, wir alle wissen, nicht erst seit der letzten großen Wirtschafts- und Finanzkrise, der Kampf um globalen Einfluss, der Kampf um Märkte, um Rohstoffe ist härter geworden. Für die Europäische Union mit den stärksten Kräften, stärksten Volkswirtschaften, stärksten politischen Kräften, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, stellt sich das so dar, dass auf der einen Seite die Amerikaner Partner und Konkurrent sind, die Chinesen Partner und Konkurrent sind und Russland Partner und Konkurrent sind. Der stärker werdende Wettbewerb führt natürlich dazu, dass die Gefahr immer latent da ist, dass die Partnerschaft problematisch und die Konkurrenz größer wird. Ich empfehle sehr die Rede unserer Bundeskanzlerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos am 24. Januar 2013, in der sie den Fiskalpakt mit dem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit ergänzen will. Also die Erklärung abgibt, jetzt sei die Zeit gekommen, alle darauf aufmerksam zu machen, dass der entscheidende Punkt für den Erfolg der Europäischen Union darin besteht, global wettbewerbsfähig zu sein. Und damit auch niemand sie missversteht, führt sie aus, und ich darf das wörtlich zitieren: Wie können wir sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch eine Kohärenz in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der gemeinsamen Währungsunion erreichen? Und damit meine ich nicht eine Kohärenz in der Wettbewerbsfähigkeit irgendwo im Mittelmaß der europäischen Länder, sondern eine Wettbewerbsfähigkeit, die sich daran bemisst, ob sie uns Zugang zu globalen Märkten ermöglicht. Natürlich treibt diese Wettbewerbsfähigkeit auf globale Märkte die Europäische Union in vielen Zusammenhängen, in vielen Regionen in gefährliche Situationen. Ich will das an einer zweiten Impression deutlich machen, nämlich an der europäischen Nachbarschaftspolitik, von der Sie möglicherweise schon gehört haben, in der die Europäische Union im Jahre 2004 in einem Strategiepapier ihr strategisches Ziel einer europäischen Nachbarschaftspolitik festschrieb, deren wesentlicher Ziel es ist, Zitat, ein Ring stabiler, befreundeter Staaten um die EU herum zu etablieren. Natürlich auch dem Ziel verpflichtet, die Wettbewerbsfähigkeit und die politische und militärische Macht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten zu erhöhen. Und ich darf Ihnen ganz kurz vorlesen, wer Gegenstand, wer Opfer darf ich nicht sagen, wer,
wer Adressat der europäischen Nachbarschaftspolitik sind. In Osteuropa die Ukraine, Weißrussland und Moldawien. Im südlichen Kaukasus Armenien, Aserbaidschan und Georgien. In der Mittelmeerregion Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Israel, palästinensischen Autonomiegebiete, Jordanien, Libanon, Syrien. Und wenn ich das jetzt vorgelesen habe, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass es ganz schön gefährlich ist, Adressat europäischer Nachbarschaftspolitik zu sein, weil die Liste der Staaten, die ich genannt habe, da haben wir in den letzten 5-6 Jahren schlimme Entwicklungen. Nordafrika, Vorderer Orient, sodass eigentlich es nur eine Frage der Zeit war, bis auch ein Land in Osteuropa Gegenstand eines Konflikts werden würde, in dem sich die Nachbarschaftspolitik auch der Europäischen Union auswirken würde. Und Sie alle wissen, dass die Bemühungen der Europäischen Union mit der Ukraine eine vertraglich geregelte Nachbarschaft zu erreichen, die letzten Jahre die Beziehung bestimmt hat, mit dem Ergebnis, dass es erstens nicht erfolgreich war und zweitens einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, was wir jetzt an Konflikt in der Ukraine haben. Vielleicht mache ich an dem Punkt Schluss. Ja. Wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, dass diese Bestrebung von Partnerschaft und Behauptung im globalen Konkurrenzverhältnis selbstverständlich die Europäische Union in diese schwierigen Situationen weltweit bringen muss, weil selbstverständlich die Konkurrenten auf den Märkten, die Konkurrenten um die Rohstoffe, die Konkurrenten um Sicherheit und Macht, wie die USA, Russland und China insbesondere, natürlich ihrerseits alles versuchen müssen, um die Erfolge, die teilweise die anderen erzielen, so klein wie möglich und ihre Erfolge so groß wie möglich zu halten. Ich will vielleicht, wenn ich noch 2 Minuten darf, will ich noch darauf hinweisen, dass die Widersprüchlichkeit, deshalb benutze ich auch die Begriffe Partnerschaft und Konkurrenz, die Widersprüchlichkeit natürlich Ihnen allen in den letzten Wochen auch aufgefallen sind, dass zumindest Teile der europäischen Wirtschaft, namentlich auch der deutschen Wirtschaft, nicht zu denen gehören, die Öl in das Feuer dieses Konfliktes gießen. Und wer gestern die Zeitung aufmerksam gelesen hat, wird gemerkt haben, dass das deutsch-ukrainische Forum eine Unterabteilung Ostausschusses der deutschen Wirtschaft sich gestern geäußert hat und auf die wichtige Brückenfunktion der Ukraine zwischen Europa und Russland hingewiesen hat und darauf hingewiesen hat, dass man alles tun müsse, um diesen Konflikt zu beseitigen und um wieder zu partnerschaftlichen Verhältnissen zu kommen. Das gehört natürlich auch in dieses Verhältnis von Konkurrenz und Partnerschaft. Und so wie Sie sich vielleicht gefragt haben, warum sitzt hier jemand aus China mit an diesem Tisch, habe ich mich das ganz spontan auch gefragt, warum lädt mich China dazu ein, hier zu sprechen und einen Beitrag zu leisten. Dann fiel mir als nächstes ganz spontan die Geschichte ein, die in China jedes Kind kennt, aus der Reise nach dem Westen, ein ganz berühmtes Buch, sowas ähnliches wie, vielleicht kann man es vergleichen mit dem Märchen der Gebrüder Grimm. Die Geschichte von dem Affen, der auf dem Berg sitzt und den Kampf der Tiger im Tal beobachtet. Das ist ein ganz bekanntes Bild, was immer wieder benutzt wird, um chinesisches strategisches Denken zu bebildern und zum Ausdruck zu bringen. Nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir aufgegangen, eigentlich stimmt dieses Bild nicht mehr ganz. Obwohl China so weit weg ist von der Krise eigentlich, ist es, und das ist hier schon gesagt worden, das ist von Klaus gesagt worden, das ist von Boris gesagt worden, ist es mittlerweile doch so nah dran an den Prozessen und an den Vorgängen in diesem Land, dass man China als Player einfach mit einbeziehen muss. Warum? Das erste ist, und hier bringe ich ein bisschen die geostrategische Sicht auf die ganzen Vorgänge. Ich habe das im Spiegel gelesen und die Chinesen haben es übernommen. Ich weiß nicht, wer es von wem abgeschrieben hat, aber da ist immer wieder die Rede von dem Weltpolizisten AD. Gemeint ist damit die USA.
ausgedrückt wird damit die Veränderung in den geostrategischen Beziehungen. Der wirtschaftliche Aufschwung Chinas in den letzten 30 Jahren hat dazu geführt, dass sich die wirtschaftliche Stellung Chinas weltweit dramatisch verändert hat. Der berühmte Sack Reis, der in China umfällt und der uns nicht kümmert, den gibt es ja nicht mehr. Alles das, was wir heutzutage, ob das im Möbelladen, im Spielzeugladen oder im Sportschuhladen ist, trägt irgendwie die Markierung Made in China. Das ist aber nicht wichtig an der Stelle. Wichtig ist an der Stelle, dass es bislang keine adäquate politische Strategie der Volksrepublik China gibt, wie man mit dieser gewachsenen wirtschaftlichen Macht umgeht. Und es ist zu beobachten, das ist meine Einschätzung, dass die Ukraine-Krise in China selbst einer ganzen der Politik sozusagen dieses Manko vor Augen führt und dass das erkannt wird, schrittweise. Das beginnt damit, dass natürlich ständig und immer wieder auch in den Medien über diese Krise und über die Vorgänge dort berichtet wird. Das geht aber weiter, dass natürlich auch innenpolitisch die Brisanz der ganzen Geschichte erkannt wird. Denn das, was Boris gerade geschildert hat, dass es politisch akzeptiert werden könnte, dass sich unilaterale Unabhängigkeitserklärungen, dass die geltend sind, dass die wirksam sind und dass das geht, das ist natürlich für China eine extrem gefährliche Geschichte. Denn zu den Ländern und Gebieten, die Boris aufgezählt hätte, könnte ich ganz locker noch 3, 4, 5, 6 andere Gebiete aufzählen, von Xinjiang über Tibet bis zur inneren Mongolei, wo es rein theoretisch auch solche Entwicklungen und Prozesse geben könnte. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich China in dem Prozess der Selbstfindung einer neuen internationalen Rolle die Ukraine-Krise oder die Vorgänge in der Ukraine auch außenpolitisch bewerten und eventuell nutzen will, um seiner neuen Rolle in diesen internationalen Prozessen gerecht zu werden. Das findet seinen Ausdruck in Presseartikeln, wo dann gesagt wird, die Ukraine-Krise ist ein Test für die Weisheit und Diplomatie der chinesischen Regierung. Bis jetzt manifestiert sich das immer in Stimmenthaltung. Aber das kann nicht so bleiben und das wissen die Verantwortlichen, die in China heute damit umgehen. Wir wissen auch, inzwischen ist es bekannt gegeben, dass Wladimir Putin in der nächsten Woche in China erwartet wird. Es wird interessant sein zu beobachten, was wie dort besprochen werden wird. Ich höre jetzt an der Stelle erstmal auf, ich könnte noch viel länger erzählen, aber hier sitzen noch ganz viele andere Leute und ich denke, wir sollten dann auch darüber weiter ins Gespräch kommen. Wir haben es natürlich mit einem sehr komplizierten und komplexen Problem der internationalen Politik zu tun und einer politischen Auseinandersetzung auch hier im Lande um die Deutung dessen, was da passiert. Insofern denke ich, muss man zunächst mal, weil das ja auch immer ein Vorwurf an die Linken in Deutschland ist, sagen, also der Ost-West-Konflikt ist vorbei. Und wir haben es mit einer einheitlichen kapitalistischen Welt zu tun, spätestens seit 1991. In dieser einheitlichen kapitalistischen Welt gibt es imperiale Mächte. Da unterscheidet sich in diesem Sinne einer ganz traditionellen marxistischen Interpretation Russland nicht von der Europäischen Union. Und im das können wir mit dem Genossen Lenin nachher weiter diskutieren. So, also in der heutigen Welt agiert Russland als eine imperiale Macht, so wie die anderen imperialen Mächte auch. Und insofern gibt es keinen Grund, sich jetzt auf den Standpunkt zu stellen, also jeder, der die deutsche oder EU-Politik kritisiert, ist ein Freund Russlands, sondern die Linke muss in erster Linie ein Freund des Friedens sein. Das ist sozusagen mein Ausgangspunkt. So, der nächste Punkt, der jetzt nochmal in Erinnerung zu rufen ist, ist der, dass es die Europäische Union war, die sozusagen das Ganze ausgelöst hat. Die ursprüngliche Vorstellung war ja,
Die Ukraine arbeitet einerseits eng mit Russland zusammen, traditionelle Bindung auf Verflechtung der Industrie, der Handelsströme und so weiter und so fort. Und es entwickeln sich gleichzeitig Zusammenarbeitsstrukturen mit der Europäischen Union. So, das war die Idee, der im Grunde die Janukowitsch-Regierung auch gefolgt ist, dass sie sozusagen mit Russland Vereinbarungen über die Fortsetzung der wirtschaftlichen und sonstigen Zusammenarbeit getroffen hat. So, dann war es die Europäische Kommission, Herr Barroso, der gesagt hat, ihr könnt nicht gleichzeitig der Eurasischen Union angehören, die sozusagen um Russland gruppiert ist, und den Assoziierungsvertrag mit der EU abschließen. So, dann entschied die ukrainische Regierung unter der Voraussetzung, dass Russland ihnen reale Kredite zugesagt hatte und nicht nur irgendwelche Ziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds, in dessen Ergebnis sich erstmal die Gaspreise in der Ukraine verdoppeln, was ja jetzt gerade stattfindet. Und das entschied die Janukowitsch-Regierung, wir unterschreiben diesen Vertrag nicht. So, dann gibt es einen schönen Artikel im Spiegel vom November zur Interpretation dessen. Da steht kein Wort über Demokratie oder Menschenrechte oder irgendwas, sondern da steht nur was über Geopolitik. Und da steht drin, diese erste Runde ging an Putin, die zweite wird an Merkel gehen. So, das ist das, womit wir es jetzt offensichtlich zu tun haben. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich sinnvoll, auch nochmal über die Ukraine zu reden. Also, die Ukraine ist offensichtlich das Land in Osteuropa, wo sozusagen dieser sogenannte Transformationsprozess mit den größten Schwierigkeiten verbunden ist. Das wirtschaftliche Leistungsniveau nach der Krise liegt bei etwa 70% dessen, was die Sowjetunion in der Ukraine 1990, also unter sowjetischen Bedingungen in der Ukraine 1990 produziert wurde. Das liegt unter allen anderen Werten in Osteuropa und Ostmitteleuropa. Alle anderen haben irgendwann in den 90er Jahren sozusagen diesen Punkt, die 100 von 1990 wieder zu überschreiten, längst hinter sich gelassen. So, insofern ist natürlich der Protest in der Ukraine ein Ausdruck der sozialen Not eines beträchtlichen Teils der Gesellschaft. Also der reichste Oligarch Achmetow hat irgendwie 16 Milliarden Dollar Besitz. Das ist ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine. Also der Konzentrationsgrad des Kapitals bei dieser Oligarchenwirtschaft ist wesentlich höher als in den USA oder in Deutschland. Das nur mit zu dem Hintergrund. Also die Leute, die da protestiert haben, hatten Gründe. So, dann äußert sich das aber auf dem Maidan als Punkt, wir wollen diese Banditen loswerden, deswegen wollen wir in die EU. Und aus den gleichen Gründen sagen die Leute im Osten der Ukraine, wir sind gegen diese Banditen, wir wollen uns enger mit Russland verbinden. Also insofern sind die Gründe dann schon durchaus sozialwissenschaftlich analog analysierbar. Und das wird dann natürlich noch verstärkt durch all die politischen Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Also der rechte Sektor, die Faschisten in der Regierung in Kiew, die faschistischen Truppen, die vom Maidan nach Odessa gefahren sind an diesem 2. Mai, von dem schon die Rede war, um dort sozusagen Übergewicht gegenüber den prorussischen Menschen in dem Zeltlager dort zu haben und so weiter und so fort. So, das ist, gehört sozusagen zu diesem Gesamtbild mit dazu. Und insofern kann es im Grunde nur eine politische Lösung des Gesamtproblems geben. Und runder Tisch ist keine schlechte Idee. Das, wenn man sagt, runder Tisch, aber die eigentliche andere Seite sagt, die laden wir nicht ein, die haben Blut an den Händen. Also das Blut an den Händen haben erstmal die in Kiew, die die Befehle gegeben haben, dort schießen zu lassen. Und dann reden wir über das Blut an den Händen der anderen. So, also die Bedingung eines runden Tisches ist ja immer, man setzt sich an den Tisch und akzeptiert sich so, wie man ist. So, und dann kann man über eine politische Lösung reden. Eine politische Lösung der einen Seite, die sagt, wir machen zwar runden Tisch, aber da sitzen nur die Leute, die unsere sind, funktioniert nicht. Das wissen wir aus Osteuropa, also hier Polen, DDR 1989 und so weiter. Und das gilt natürlich auch für die Ukraine. Ja, Tina hat vorgeschlagen, dass wir so gleich uns an unsere Vorredner anschließen. Und ich wollte ganz kurz noch ein paar Punkte nennen nach dieser Analyse von Erhard, die mir scheinen in dieser Debatte sehr wichtig zu sein. Krise in der Ukraine hat gezeigt, dass es gewisse Widersprüche oder Schwächen in manche, würde ich sagen, Politikbereiche in der Europäischen Union
als solche, wenn wir überhaupt reden von einer Struktur agiert, existieren, die nicht so einfach oder ohne weitere Widersprüche überwinden sein könnten. Also erstens geht es um die Sicherheitspolitik, die sehr schwach ist oder einfach von in verschiedenen Punkten dann auch sehr problematisch. Energiepolitik, diese EU-Partnerschaft oder insbesondere aus der Sicht mittelosteuropäischer Länder, diese EU-Ostpartnerschaftspolitik und sehr viele Widersprüche in der Geschichtspolitik, aber nicht auf der Ebene Europäischer Union, nur auf der Ebene jeweiliger Länder. Also ich wollte nur ganz kurz zu der Frage von Tina anknüpfen, diese Sicherheitspolitik, da gibt es sehr viele jetzt Aufrufe, da müssen wir die Präsenz von NATO in Baltikum stärken oder überhaupt irgendwelche Maßnahmen unternehmen, damit diese Region abgesichert wurde. Aber das ist eher so Plappern von verschiedenen Politikern, weil, und so haben wir festgestellt nach verschiedenen Untersuchungen in Pressemeldungen, diese Präsenz wurde nicht. Also insbesondere Amerikaner, die sind nicht so in irgendwelcher Bereitschaft, jetzt dann die Truppen in diese Gebiete abzuschicken. Einzige Maßnahme, die wir irgendwie erforscht haben, das ist sogenannte Baltic Air Policing. Und das bedeutet, es gibt zwei solche Luftwaffenbasis, eine in Polen, in Łask, eine in Litauen, in Szawle und eine in Amari in der Nähe von Tallinn, in denen jetzt so Kampfflugzeuge stationieren, die sollten solche NATO-Patrouillenflüge durchführen. Das ist ungefähr alles, ja. Und auch wenn man denkt, wird irgendwas ganz Besonderes geschehen auf der Ebene EU-Politik oder so. Nein, da wird sich eventuell nur Rüstungsindustrie davon profitieren und zwar ohne jegliche Strategie oder Kontrolle. Wenn schon, ja, im schlimmsten Fall. Weil es keinen Plan gibt, damit man dort irgendwas ganz Besonderes anschafft oder dass die jeglichen Länder plötzlich gemeinsam agieren. Und das betrifft vor allem Baltikum, also da herrscht so eine gewisse Unruhe auf der politischen Ebene, da wollen die Regierungen, dass NATO irgendwie mehr präsent ist. Ungarn hat sich irgendwie enthalten jetzt von dieser gemeinsamen Stimme. In Polen ist das schon längst eine Geschichte, da hat insbesondere die jetzige Regierung sehr viel darüber gesagt, aber auch nicht so viel gemacht. Also da würde ich sagen, eine gewisse Auswirkung ist eher auf der Ebene verschiedener Äußerungen, aber nicht so irgendwelche Pläne oder Verwirklichung von diesen Plänen. Johanna, du hast zwei ganz wichtige Prismen, durch die Sache betrachtet wird, nämlich Sicherheit und Energiepolitik benannt. Wladimir, wie sieht denn das aus aus russischer Perspektive in diesen beiden Feldern? Also Sicherheitspolitik spielt natürlich eine vordergründige Rolle, also in dem ganzen Konfliktentwicklung. Ich möchte aber den Ukraine-Konflikt in etwas breiteren Rahmen setzen. Momentan scheint es so, dass die Ukraine tatsächlich der Höhepunkt der krisenhaften Entwicklung im europäischen, insbesondere im osteuropäischen Raum ist, aber in Wirklichkeit ist er eingebettet in eine viel tiefere Entwicklung, die damit zusammenhängt, dass, und das ist wahrscheinlich mit der Grund, warum Russland auf einmal, also unerwartet für Washington, für Brüssel und auch für andere Hauptstädte so entschlossen reagiert hat auf die Ereignisse im Februar, März in der Ukraine. Der Grund ist der, dass der Westen offensichtlich, also das ist die verbreitete Meinung, in der russischen Öffentlichkeit fast der Konsens, dass der Westen nicht bereit ist, die Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen und zu akzeptieren. Und über 20 Jahre lang hat eigentlich die russische Politik
die russische Politik also sehr kooperativ ausgesehen. Es gab immer wieder Rückzug in Bezug auf den westlichen Druck bei verschiedenen Problemfällen. Und auf einmal kam es zu dieser roten Linie, und das ist kein Zufall, dass die Ukraine diese rote Linie bedeutet hat. Erinnern Sie sich zum Beispiel an an Dezember 1991, als die Ukraine Unabhängigkeit ausgerufen hat. Und das war damals also das fatale Ende der Sowjetunion. Also dann fiel das Ganze auseinander, gerade nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Das bedeutet, dass die Ukraine ist ein sehr wichtiger Zone für die Sicherheitsinteressen des gesamten postsowjetischen Raumes. Und ähnlich hat auch Russland reagiert, als die Gefahr heraufbeschworen ist, dass die Ukraine ihren paktfreien Status verlieren würde, dass beispielsweise auf der Krim die NATO-Flotte das Kommando haben würde. Das ist die Meinung der russischen Öffentlichkeit, daher kommt dieses ziemlich rigide Vorgehen, wobei ich möchte auch dann klar, also anknüpfend an die verschiedenen Vergleiche zwischen Krim und der Entwicklung auf dem Balkan und so weiter, doch hier eine Trennungslinie setzen. Also Krim ist ein Sonderfall, und Russland hat gezeigt, also dass sie die Krim-Option in keiner Weise in anderen Teilen der Ukraine wiederholen will. Also der Kreml hat eindeutig erklärt, hege keine Absichten, also weiter in der Ukraine irgendwas zu unternehmen, es sei denn, es käme zu massenhaften Opfern in der Zivilbevölkerung. Das wäre dann die einzige Variante, also des weiteren Eingreifens. Das heißt, die Sicherheitspolitik, also das Sicherheitsbedürfnis und die zentrale Rolle der Ukraine für die künftige Konstruktion der russischen Sicherheitsinteressen ist enorm groß und vordergründig. Da würde ich vielleicht gleich noch eine Anmerkung machen. Also der in Deutschland einigermaßen bekannte Völkerrechtswissenschaftler Reinhard Merkel von der Universität Hamburg hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einigen Wochen einen Artikel geschrieben, wo er betonte, dass die Interpretation, Russland habe die Krim annektiert, falsch sei. Es handle sich um die Sezession der Krim von der Ukraine und den anschließenden Beitritt, den diese Krim zu Russland vollzogen hat. Und der Merkel argumentiert dann, das widersprach zwar der ukrainischen Verfassung, aber Sezessionsfragen sind kein Gegenstand des Völkerrechts. Jetzt kann man darüber weiter diskutieren, das will ich jetzt hier nicht weiter tun. Ich will nur sagen, neben der Hauptströmung, einschließlich vieler Linker, die immer sagen, das ist die Annexion der Krim durch Russland, gibt es also diese Merkel-Interpretation, auch Karl Albrecht Schachtschneider, einer der konservativen deutschen Völkerrechtler, der an allen Prozessen vom Bundesverfassungsgericht gegen Maastricht und EU-Rettung und so weiter beteiligt war, hat einen ähnlichen Text veröffentlicht. Ich will darauf hinweisen, es ist völkerrechtlich umstritten, und ich halte dieses Sezessionsargument für ziemlich tragfähig, was die Krim anbetrifft. Insofern halte ich das auch für wesentlich, was Wladimir gesagt hat. Daraus folgt jetzt nicht, dass Russland jetzt die Reste der Ukraine übernehmen will, sondern jetzt gilt natürlich der geopolitische Gesichtspunkt. Dort ist die Schwarzmeerflotte stationiert. Für Russland, das muss man sehen, Russland hat parallel zu all den Ereignissen in der Ukraine ständig irgendwelche neuen Versuche mit strategischen Raketen, die Atomsprengköpfe tragen können, unternommen. Also die neue Generation der strategischen Waffen ist einsatzfähig. Sie haben jetzt einen Flottenverband im Nordatlantik, wo sie Übungen machen.
Vorher im November gab es Seemanöver im östlichen Mittelmeerraum zusammen mit chinesischen Schiffen und so weiter und so fort. Das gehört alles mit dazu. Also der Westen hat sich 1989, 91 eingebildet, Russland ist als Thema der Weltpolitik erledigt. Und jetzt ist 20 Jahre später Russland als Faktor der Weltpolitik wieder da. So, und insofern zeigt sich jetzt, dass diese falsche westliche Politik, 20 Jahre lang nicht wirklich ein Sicherheitssystem mit Russland geschaffen zu haben, sondern die NATO tatsächlich immer weiter nach Osten vorgeschoben zu haben und sich zu freuen, nun kommen wir auch noch in die Ukraine und dann ist die Schwarzmeerflotte neutralisiert, weil das ist ja dann auch in der NATO, das ist durch diese neue Situation sozusagen durchkreuzt worden. Und insofern muss man das natürlich als Teil dieser neuen geopolitischen Konstellation sehen. Die amerikanische Planung geht davon aus, Obamas Reise war ja gerade nach Asien, Südkorea, Japan, Malaysia, um deutlich zu machen, dass man Pivot Asia, also China, eingrenzen und das ist der eigentliche Gegner der amerikanischen Politik im 21. Jahrhundert und Russland sei sozusagen erledigt. Jetzt zeigt sich, dass in dieser eurasischen Landmasse, wo amerikanische Politik immer, so wie Brzezinski betont hat, darin bestehen muss, zu verhindern, dass die verschiedenen eurasischen Mächte sich untereinander verbünden, sondern dass alle sollen unter amerikanischer Kontrolle bleiben, dass sozusagen dieser Pivot Asia zwar vollzogen werden soll, gleichzeitig aber eine neue Konfliktkonstellation, an denen die USA ja auch maßgeblich beteiligt waren, im Osten Europas, in der Ukraine entstanden ist, die man am Ende so nicht wollte. Man dachte, man kann jetzt NATO, Westeuropa, EU, man dachte, man kann die Ukraine sozusagen sich assoziieren, langfristig auch in die NATO übernehmen und dann sozusagen die Einkreisung Russlands weiter vorantreiben. Und das ist jetzt in einer Situation, wo sozusagen auf Kosten des ukrainischen Volkes eine Krise entstanden ist, von der noch niemand weiß, wie sie enden wird. Ja, ich möchte jetzt nochmal einen ganz anderen Strang in die Debatte bringen. Diese Fragestellungen sind absolut relevant, Energiepolitik, Geopolitik. Aus der Perspektive, die ich jetzt einnehme, sozusagen als jemand, der seit langer Zeit im ehemaligen Jugoslawien lebe und arbeite, ist mir nochmal ein anderer Moment wichtig bei der Analyse dieser ganzen Situation. Denn das, was wir im Fernsehen gesehen haben, also ich kenne die Ukraine nicht von innen, ich kenne sie jetzt übers Fernsehen, ja, aber das, was man da gesehen hat, hat unglaublich erinnert an die Konfliktkonstellation 1990, 91, 92 am Beginn des Zerfalls oder der Zerstörung von Jugoslawien. Ich möchte hier noch mal kurz anknüpfen an das, was Erhard am Anfang gesagt hat und was Klaus gesagt hat, nämlich die soziale Problematik, die sozusagen hier im Hintergrund steht, abgesehen von den außenpolitischen und geopolitischen Konstellationen. Im ehemaligen Jugoslawien war es ja auch so, dass im Grunde seit Anfang der 80er Jahre nach Titos Tod eine Wirtschaftskrise ausgebrochen ist. Jugoslawien war ja integriert auch in westliche kapitalistische Wirtschaftskreisläufe. Es gab Kredite des IMF. Es gab also in Jugoslawien in den 80er Jahren im Grunde eine tiefe soziale Krise. Eine wirtschaftliche Krise, die mit unterschiedlichen Faktoren zu erklären ist, sind, die ich jetzt nicht ausführen will. Aber die Effekte dieser Krise waren eine unglaubliche und wachsende Schere zwischen einem armen Norden, einem armen Süden und einem reichen Norden, also der am weitesten entwickelten Republik Slowenien und dem Armenhaus im Süden, Kosovo, Bosnien, Mazedonien, Teile von Serbien. Also innerhalb von einem Staat ein unglaubliches Gefälle an Wirtschaftsleistung, an sozialem Standard und an Chancen für die Bevölkerung. Gleichzeitig sozusagen eine Verunsicherung der Gesellschaft durch wachsende Arbeitslosigkeit,
durch nicht nur regionale Disparitäten, sondern auch eine soziale Polarisierung, die sich sozusagen in diesem Krisenprozess bereits in den 80er Jahren ereignet hat. Und dann kam es sozusagen im ehemaligen Jugoslawien dazu, und diesen Prozess wird in der wissenschaftlichen Diskussion zum Zerfall Jugoslawien wird bezeichnet als Ethnisierung des Sozialen, ja, dass sozusagen die Verantwortung für die Misere projiziert wurde auf historische Unterschiede, auf unterschiedliche kulturelle Differenzen, und dass sozusagen abgerufen wurde aus der Geschichte traumatische Erfahrungen, der Zweite Weltkrieg, sozusagen Erfahrungen, die einfach unterschiedlich waren in den unterschiedlichen Republiken, die unterschiedliche Vorgeschichten hatten oder Geschichten hatten, die in Familientraditionen weitergetragen wurden und so weiter. Das große Rätsel für viele Leute war ja immer, die haben doch alle friedlich zusammengelebt in diesem Land, in Jugoslawien. Wo kommt auf einmal dieser Hass her? Ja? Und ähnliche Aussagen höre ich heute oder sehe ich im Fernsehen über die Ukraine, Leute, die im Grunde gar nicht verstehen, was in ihrem Land passiert, wo jetzt auf einmal dieser Konflikt herkommt. Aber wenn man sich die Ukraine genauer anschaut, sieht man eben auch in diesem Land nicht nur die Krisenprozesse und die soziale Polarisierung, die Taikonisierung und so weiter, sondern eben auch zwei Landesteile und zwei Bevölkerungsgruppen oder mehrere Bevölkerungsgruppen, die sich auf unterschiedliche historische Identitätsmuster beziehen und die auch rational erklärbar völlig unterschiedliche Projektionen vornehmen, wer verantwortlich ist für die Krise und wo die Lösung für die Krise ist. Es ist ja verständlich sozusagen, wenn die Arbeiter im südlichen, südostukrainischen Gebiet sozusagen eine Nähe zu Russland sehen und eine Bevölkerung im Westen der Ukraine sich eher in Richtung EU orientieren will. Aber wenn man von dem Hintergrund das sieht, dass sozusagen der westliche Landesteil auch früher Teil des Habsburger Bereiches war und der östliche Teil von Russland, dann kann man verstehen, sozusagen wie jetzt auf einmal in einer akuten sozialen und wirtschaftlichen Krisensituation vor dem Hintergrund instabiler internationaler Beziehungen solche Identitätsmuster politisiert werden und in die politische Landschaft eingespeist werden und sozusagen emotional mobilisiert werden. Und das schafft sozusagen, wenn dann Gewalt ausbricht, sozusagen diesen Antagonismus zwischen Bevölkerungsgruppen, die bisher ja auch in der Ukraine völlig friedlich zusammengelebt haben. Es war ja in der Ukraine kein ethnischer Konflikt sozusagen, wie vielleicht in den baltischen Ländern, wo die russische Minderheit ja viel aggressiver ausgegrenzt wurde. Das war in der Ukraine ja nicht der Fall. Zum Thema Krise der Weltgesellschaft, ja, ganz kurz noch den Schluss dazu. Es ist einfach, der globale Kapitalismus, die neoliberale Politik schafft diese Disparitäten, destabilisiert Gesellschaften, und das sozusagen, was wir jetzt hier nachvollziehen können in der Ukraine und davor in anderen Ländern, hängt in dieser Hinsicht eben auch einfach mit Kapitalismus und globalen Herrschaftsverhältnissen zusammen und sind keine abstrakte ethnischen Konflikte, wo jetzt auf einmal zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen, die einen nennt sich Russen, die anderen Ukrainer, aufeinander losgehen, irrational. Es hat sozusagen solche Hintergründe, und ich finde, dass man das in der Analyse immer mit einbeziehen muss. Ja, aufgreifen, also das, was Boris gesagt hat. Ich glaube, die sozialen Hintergründe der Ereignisse in der Ukraine werden bewusst oder unbewusst verschleiert und also sehr wenig analysiert. Zum Teil versucht also die russische Linke das zu machen. Sie spricht beispielsweise von zwei Aufständen, also der erste Aufstand auf dem Maidan, dem eindeutig soziale Motive, soziale Ziele, soziale Ungerechtigkeiten zugrunde lagen. Das war also der erste Impuls, dann im revolutionären Eifer aufgestümpelt, also von bestimmten externen Kräften, kam es dann zu der nationalistischen Verfärbung, also dieses Protestes. Aber ursprünglich ist es ein sozialer Protest gewesen gegen die Perspektivlosigkeit, gegen die sogenannten verbrannten Knöpfe im sozialen Lift der ukrainischen Gesellschaft. In der russischen Gesellschaft ist es genauso der Fall wie in der Ukraine übrigens.
Und dann als die Reaktion auf den Maidan, der dann neoliberal und prowestlich geworden ist, die sozialen Motive sind entweder verschleiert oder verdrängt worden durch bestimmte aggressive nationalistische Kräfte. Und als Reaktion darauf kam es zum Aufstand im Südosten des Landes. Diesem Aufstand lagen auch vordergründig soziale Motive, soziale Unzufriedenheit der Menschen zugrunde. Also das ist eine sehr wichtige Sache, und da Russland und der Ukraine praktisch über den Zaun sich also die Hand reichen können und die wirtschaftliche Entwicklung sehr, sozialwirtschaftliche Entwicklung sehr ähnlich ist, spricht man sehr viel in Russland, also welche Auswirkungen diese Entwicklung auf Russland haben könnte. Und um das kurz zu resümieren, ist die Antwort, ein Maidan ist in Moskau, in Russland nicht möglich. Also das ist der Grundtenor der russischen Linke, ob etabliert oder nicht etabliert. Aber die Anti-Maidans sind durchaus möglich und sie werden stattfinden. Und zwar nicht in den Hauptstädten, sondern in den russischen Provinzen. Ich will noch mal einen Blick auf die globale Situation werfen, weil ich glaube, dass wir im Moment am Beginn einer neuen Phase des globalen Kapitalismus stehen. Für mich die wichtigsten Erscheinungen sind die sehr offensive und aggressive Handelspolitik, die sowohl die Amerikaner wie auch die Europäer betreiben. Sie alle haben mitbekommen, dass dieses transatlantisch-europäische Handels- und Investmentabkommen gerade verhandelt wird mit ganz neuen, wie ich finde, bisher unbekannten Rechten für die Kapitalseite bei völliger Ignoranz der Bevölkerung und auch bei völliger Ignoranz demokratischer Prinzipien, die wir bisher gehabt haben. Man kann fast davon sprechen, dass demokratisch gewählte Parlamente in ihren Möglichkeiten und Rechten dramatisch eingeschränkt werden. Sie alle haben davon gehört, dass, oder ich mache nur das eine Beispiel, die Klage Vattenfalls gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Entscheidung, die Atomkraftwerke stillzulegen. Die beiden Vattenfall-Atomkraftwerke in Krümmel und in Brockdorf in Norddeutschland müssen also abgeschaltet werden. Vattenfall argumentiert, das sei eine dramatische Einschränkung ihrer aus ihren Investitionen zu erwartenden Profite. Sie seien also in der Situation, als sie diese Investition tätigten, natürlich nicht darauf eingestellt gewesen, dass sie nicht die volle Laufzeit der Atomkraftwerke haben können. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihnen diese Möglichkeit der Profitrealisierung genommen. Also erwarten sie, ich weiß nicht, 3,4 oder 3,7 Milliarden Euro Entschädigung dafür, dass das deutsche Parlament diese Entscheidung getroffen haben. Wenn Sie das mal weiterdenken, was passieren könnte, wenn so eine Regelung in einem Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA Gesetzeskraft, eigentlich Übergesetzeskraft bekommt, nämlich über die Regeln, über die nationalen Regeln, über nationale Gesetze hinausgehende Möglichkeiten für den Schutz von Investoren eröffnet, dann würde ich sagen, das ist eine neue Stufe globalen kapitalistischen Profit- und Machtstrebens. In dieser Situation, wo die Amerikaner das mit den Europäern und gleichzeitig auch versuchen, mit Südostasien mit dem Abkommen für den pazifischen Raum ohne China in dem Fall und ohne Russland im Fall EU-USA zu machen, würde ich sagen, dass das eine Wirtschafts- oder Handelsoffensive ist, die selbstverständlich in der Situation, wo Russland den Eindruck haben muss, und nicht erst seit gestern und vorgestern, dass man die russischen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen nicht bereit ist, von europäischer und amerikanischer Seite zu respektieren, sondern bereit ist, jede Schwäche, und das ist diese widersprüchliche Situation. Natürlich ist im Moment Russland aufgrund der ukrainischen Situation in einer gewissen Defensiv- oder Schwächeposition, wie sie sowieso natürlich mit dem Gegengewicht des eurasischen Freihandelsgebiets nicht mit dem Freihandelsgebiet EU-USA konkurrieren kann. Also das ist nun wirklich keine große Bedrohung oder keine große Konkurrenz. Die vorhergehenden Versuche des Zusammenschlusses der BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, war schon etwas gefährlicher. Wobei es relativ leicht fällt zu analysieren, dass aus diesen
Staatenverbund nun wirklich deshalb keine große Gefahr ausgehen kann, weil erstens die Unterschiede dieser fünf Staaten viel zu groß sind. Südafrika passt nun wirklich nicht so richtig zu China und auch Indien passt nicht so richtig zu Russland. Und bei den Widersprüchen zwischen Russland und China weiß man auch nicht ganz genau, wie weit denn so ein Bündnis reichen kann. Aber immerhin, es war sehr deutlich eine Infragestellung des traditionellen und gewachsenen und dominierenden westlich geprägten Weltwirtschafts-, Weltfinanz- und Weltsicherheitssystems, sodass auch da schon Reaktionen, Gegenreaktionen der Amerikaner und auch der Europäer nicht nur zu erwarten war, sondern ich sehe auch in dieser offensiven Handelspolitik schon auch einen Grund oder eine Ursache dafür, in den Bemühungen der Chinesen und der Russen mit diesem BRICS-Staatenverbund zumindest deutlich zu machen, wir können auch versuchen, eine Gegenmacht zu organisieren. Was das große Dilemma ist, wenn die Frage ist, wie sieht denn das für die Zukunft einer Weltordnung aus, muss ich gestehen, weder das eine noch das andere, was da diskutiert wird und entsteht, weder BRICS noch Eurasischer Freihandelsraum, machen mir große Hoffnung, dass da eine neue Qualität einer neuen Weltwirtschafts-, Handels-, Politikordnung auch nur in Ansätzen zu erklären ist. Was ich sehe, ist eher eine Verfestigung oder eine Restauration von bekannten Gegensatzmustern, die im Moment aufgrund der Stärkesituation, der noch vorhandenen Stärkesituation der Amerikaner und der Europäer eindeutig vom Westen ausgeht und versucht, jede Schwäche jetzt Russlands, aber bei nächster Gelegenheit auch jede Schwäche Chinas auszunutzen, um gar nicht erst die Gefahr entstehen zu lassen, dass sie ihre Stärkesituation, ihre Dominanz, ihre weltweite Dominanz einbüßen könnte. Darf ich gleich weitermachen? Ich einfach noch einen Gedanken, der einfach dazugehört. Aus östlicher Sicht, also aus chinesischer Sicht, wird der Konflikt um die Ukraine ja häufig oder sehr, sehr stark wahrgenommen als eine Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern und der EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Dieses Bild, dass beide Seiten an der Ukraine zerren, dass auf der einen Seite die EU und die Amerikaner und auf der anderen Seite Russland versuchen, in der Ukraine ihre sinkende weltpolitische Bedeutung zu kompensieren oder damit diesen Abschwung auszugleichen, der wird in China wahrgenommen und er wird insofern als eine Bedrohung wahrgenommen, als dass diese damit verbundenen Veränderungen im internationalen Gefüge, im internationalen System für China zu einer Unzeit kommen. Zu einer Zeit, wo China selbst mit dem Problem zu kämpfen hat, wie es nach diesen 30 Jahren, die ich vorhin geschildert hatte, stürmischen Wachstums weitergehen soll, wo man mit dem bisherigen Wachstumsmodell an die Grenzen kommt. Also Wachstumsmodell meine ich diese Billigproduktion für den Weltmarkt und die daraus folgenden wirtschaftlichen Aufschwung mit den bekannten Folgen für Umwelt, für Natur, für die sozialen Probleme, die in China entstanden sind. Dieses Wachstumsmodell geht zu Ende und gleichzeitig sieht man also die Gefahr, dass sich in den geostrategischen Verhältnissen, Beziehungen Verschiebungen ergeben, die zum Nachteil Chinas sein könnten. Und seien wir mal ehrlich, da bin ich, Außenpolitiker genug, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und das chinesische Interesse ist, dass die weltpolitische Balance zumindest nicht zu Ungunsten Chinas verändert wird. Und das ist die Befürchtung, dass das durch die Ukraine-Krise passieren könnte. Insofern komme ich wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Putin kommt nächste Woche nach Peking. Es wird interessant sein zu beobachten, was dort beredet wird. Ob es dort nur um die Rohstoffe geht, die China weiterhin aus Russland braucht, oder welche Rolle die geostrategische Positionierung und die geostrategischen Fragen spielen werden. Das ist interessant zu verfolgen, aber das ist im Fluss und da will ich mich jetzt auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. So, ich wollte zurück von der Wirtschafts- und Geopolitik zu der geschichtspolitischen Angelegenheiten kehren.
Ja, Boris, das ist eigentlich auch nichts Neues, wenn diese soziale Schere auseinandergeht, da die Politiker sehr gerne zu der Geschichte greifen. Und das haben wir sehr oft, leider sehr oft gesehen und das passiert immer wieder. Man hat irgendwie diese Teilung vor Augen. Es gibt diese prorussische Donetsk-Ukraine und diese westlich orientierte West-Ukraine rund um Lviv oder Kiew. Aber das stimmt nicht im Ganzen. Weil gerade diese westliche Ukraine, das ist hohe Burg der ukrainischen Nationalisten. Also Stefan Bandera-Anhänger, die kommen nicht aus Donetsk. Die sitzen in Westen Ukrainien. Und wenn man sowas vor Augen hat, dann vielleicht ist das auch nicht so erstaunlich, dass diese, würde ich sagen, Hauptparole der östlichen Partnerschaft gescheitert ist. Also weniger Russland und mehr Europäische Union. Die Bandera-Anhänger, die wollen nicht Europäische Union. Die träumen eher so rund um Großukraine oder so, aber die Europäische Union ist für sie auch keine Alternative. Thank you.